Diese Überraschung ist gelungen. Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner zeigte sich hoch erfreut über das Ständchen, das anlässlich ihres Geburtstags von Militär- und Polizeimusik aufgespielt wurde. Besonders aber staunte sie über die zahlreich erschienenen Gäste. Hätten Sie sich vor 10 Jahren diesen Moment träumen lassen? Nein, sowas kann man sich nicht träumen lassen. Das sind einfach Überraschungen im Leben, die einem Kraft geben. Was wünschen Sie denn der Frau Landeshauptfrau zum Geburtstag? Ich glaube, grundsätzlich ist ja das Motto der Frau Landeshauptfrau Miteinander. Ich wünsche ihr, dass sie in Zukunft ebenso erfolgreich dieses Miteinander vorlebt, weil es ganz wichtig ist, dass sich die unterschiedlichen Organisationen auch für das Wohl dieses Landes einsetzen. Und ich glaube, das gelingt momentan hervorragend. Alles Gute, dass sie ihre Schaffenskraft behält und dass sie also vor allem durchhält bei den großen Herausforderungen. Sie ist ja Tag und Nacht im Land unterwegs und dass sie gesund bleibt und dass sie das also weiterhin macht. Vor allem Gesundheit, das braucht jeder Mensch und uns verbindet ja ein gemeinsames Geburtsdatum. Sie hat am 9. Februar Geburtstag, ich habe am 9. Februar Geburtstag. Also Wasserfrauen und Wassermänner sind so oder so aus meiner Sicht die besten Menschen der Welt. Und Spaß beiseite, aber Gesundheit, auch Glück im Leben, das braucht jeder. Das sind zwei ganz wichtige Komponenten und die wünscht man eigentlich allen Menschen, die man kennt und so, auch ich, der Landeshauptfrau. Dass sie es schafft, die sogenannte Familie Niederösterreich gut zusammenzuerhalten und alles zu tun, dass eine, ich würde sagen, ganzheitliche Entwicklung weitergeht, bei der das Wirtschaftliche sicher eine Rolle spielt, aber auch nicht das Einzige ist. Und da sehe ich eine große Herausforderung, bin aber zuversichtlich. Dass sie so bleibt, wie sie ist und dass sie weiter so erfolgreich ist, wie sie die ersten Monate hier in ihrem neuen Amt als Landeshauptfrau von Niederösterreich war. Alles, alles Gute. Wie sehen Sie denn so die Zusammenarbeit für die kommenden Jahre und ja, die Zukunft voraus? Ja, sie hat ja das Miteinander ausgerufen. Ich finde, das macht sie sehr sympathisch, das macht sie sehr menschlich und das kommt auch bei den Niederösterreicherinnen und Niederösterreichern sehr gut an. Und insofern bin ich sehr beruhigt und sehr zuversichtlich für die Zusammenarbeit in der Zukunft. Was sehen Sie für die kommenden Jahre, für die kommenden Geburtstage? Das Wichtigste ist, dass ich gesund bleibe, um Kraft zu haben für Niederösterreich. Das ist das Wichtigste, dass ich, meine Familie, meine Kinder, mein Mann, einfach alle gesund bleiben. Das ist der schönste und größte Wunsch. Bleibt noch genug Raum für die Familie? Ja, es ist immer zu wenig Zeit für die Familie, aber ich nehme für das neue Lebensjahr vor, meine Familie mehr zu genießen und noch mehr Zeit zu verbringen.